Jo Leute, herzlich willkommen zur 425. Folge vom Dandy Shop. 425 Tage stelle ich euch jetzt hier schon jeden Morgen den neuen Shop vor. So natürlich auch heute. Let's go! Und zwar haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben wirklich mega, mega heftige neue Skins drin. Einen teuren Skin und einen richtig billigen Skin. Beides auf jeden Fall richtig geile Skins. Wir schauen sie uns jetzt auch zum ersten Mal gemeinsam an. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Let's go! Aber ich fand sie halt in der Übersicht schon mega heftig und what the fuck ist das ein geiler Skin. Alter, diese Animation hier schaut mal ultra heftig aus. Auch der Mantel oder der Umhang gefällt mir richtig gut. Was zur Hölle ist das bitte für ein heftiger Skin? Also der gefällt mir schon mal richtig gut. Und dann gibt es noch einen zweiten neuen Skin und zwar den Blitz. Und auch der, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Fortnite, ihr könnt es ja doch noch. Also, es waren jetzt 5-6 Wochen mindestens keine geilen neuen Skins mehr drin. Und heute endlich mal wirklich richtig geile neue Sachen. Und wir haben noch zwei weitere Sachen. Da heute ja neue Sachen drin sind, werde ich auch wieder ein paar V-Bucks an meine Abonnenten verschenken, damit ihr euch halt heute auch ein paar Skins hier holen könnt. Wenn ihr also 2000 V-Bucks heute gewinnen wollt, alles, was ihr tun müsst, ist wie immer einfach nur ein Abo da lassen, weil ich will es ja an meine Abonnenten verschenken. Also, falls ihr neu seid, schnell mal abonnieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann heute mal ein Hashtag Team Snox in die Kommentare schreiben und ja, alle Leute, die das machen, können dann heute hier die V-Bucks gewinnen. Fangen wir dann an, ich warte mal auf die Hacke, wir fangen mal mit der an, die Sturmblitzhacke und auch die schaut ziemlich bosshaft aus. Dieses Feuer hier gefällt mir richtig gut. Hören wir uns den Sound mal an. Nice! Richtig geil! Endlich mal eine cool aussehende Hacke mit coolen Animationen, Feuer und sowas und dazu noch ein geiler Sound. Also die werde ich mir jetzt hier direkt mal holen. Ich glaube, die anderen beiden Skins werde ich mir auch holen, weil die gefallen mir bisher schon richtig gut. Und hier seht ihr übrigens die neue Funktion. Wenn man sich was kauft, ich hatte es ja gestern schon angekündigt, hat man, ich glaube, 5 Minuten sind das Zeit jetzt hier, das noch zurückzugeben, wenn man sich quasi nur verklickt hat. Und da kommen wir jetzt schon zum Gleiter. Wow, okay, auch der schaut natürlich ziemlich geil aus. Nice. Coole Animation, mal was ganz anderes. So ein Raumschiff. Auch den werde ich mir, glaube ich, heute holen. Ja, richtig geiles neues Set. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und wie gesagt, falls ihr ein paar V-Bucks gewinnen wollt, einfach schnell abonnieren und ein Hashtag Team Snox noch dazu schreiben. Dann könnt ihr nämlich heute gleich 2000 V-Bucks gewinnen und könnt euch zum Beispiel hier den Gleiter und den Skin oder auch den Gewitterskin hier holen. Was auch immer ihr wollt. Genau, also macht das gerne jetzt schnell. Und dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite. Mal schauen, ob wir heute wieder die 5100 Likes knacken. Fangen wir dann an mit der Fyra. Habe ich mir zwar gekauft, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn ziemlich selten gespielt. Also, ist nicht schlecht, aber ich würde ihn euch jetzt nicht besonders empfehlen. Dann der Elektro-Swing. Ja, coole Musik. Ich glaube, der hätte auch 800 kosten können und ich hätte ihn trotzdem gekauft. Lightshow, ein schön preiswerter Skin und er leuchtet. Ich habe das Gefühl, sie haben ein bisschen das, ich weiß nicht, ob das mir nur so vorkommt, aber weil ich irgendwie andere Lichtsettings habe oder so, aber irgendwie leuchtet er mehr als früher. So nur mein Eindruck. Dann haben wir noch die Battle-Pass-Stufen. Und für 600 V-Bucks gibt es da 10 Stufen und 500 XP. Dann der Wellengang. Der geht auf jeden Fall ab. Und im letzten Slot doch den Eisbrecher. Schön kleine Hacke. Eigentlich ganz cooler Sound. 500 absolut in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr hier keine neuen Skins in Fortnite mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne jetzt so schnell die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr morgens auch immer eine Benachrichtigung auf euer Handy, was halt Neues im Shop drin ist und verpasst keine neuen Skins hier mehr. Wenn ihr mir auch helfen wollt, dass ich mehr V-Bucks an euch verschenken kann, dann tragt gerne den Creator-Code Snoxy ein. Ist für euch komplett kostenlos. Einfach nur hier unten rechts auf Unterstütze einen Creator gehen und dort dann Snoxy eintragen und auf Annehmen klicken. Und ich kann halt mehr V-Bucks verlosen an euch. Deswegen tragt gerne Snoxy dort ein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen entspannten Tag. Bis morgen, haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite, back again with another item shop video. Today is June 6th, 2019. Hope you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. In today's other upload, I talk about how I want the recon expert to come back to the item shop, not for its rarity though. So definitely check out the video if you want. Also leave a like if you actually like it. And if you want to support me in the item shop today, make sure you use code iTalkFortnite. Fortnite Tempest new legendary skin comes with the backbling lightning cloak. Interesting. Okay, he looks kind of weird without the cape on. Look at his. Interesting. Well, we're definitely buying that. Huh. Undo is available for a little while or until you leave the screen, so they added the undo button. Got another new skin called Bolt.
very clean 800 V-Bucks skin. We'll buy this too. Okay. Okay. The Stormbolt Harvesting Tool. We'll buy this as well. It looks pretty cool. And the Storm Eye Glider. Let's do that one more time. That looks pretty cool. We'll buy this as well. It's interesting. This is an interesting set to me. Fyra is back. Comes with a backbling runic shield. We kind of see it often. Electro Swing's also back. Again, we do kind of see this emote kind of often, but... it's alright. Light Show, don't even. Battle Pass tiers are here. Flux is back. It's been a little bit since we've seen the Flux emote. And the Icebreaker. Kind of see this often too. And that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.